Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich hatte euch ja gesagt, ich fahre weiter nach Rostock und da bin ich jetzt. Ich schalte gleich mal die Kamera direkt um auf die andere Seite. Ich stehe nämlich direkt vor dem Hauptbahnhof hier in Rostock. Wir schauen uns jetzt mal alles an, was es hier so Schönes gibt. Bleibt dran. So, nach dem Intro geht es natürlich direkt weiter. Wir befinden uns direkt vor dem Hauptbahnhof hier in Rostock. Hier war ich noch nicht. Mal gucken, was es da so alles so Schönes gibt. Als erstes sehen wir hier so einen schönen Mercedes Citaro, so wie es aussieht. Ja, oder? Mal gucken, sehen wir gleich. Und Hybrid wollte ich gerade sagen. Und schön in mit Blau-Weiß, aber nicht Schalke oder so, aber Blau-Weiß. Ja, so schaut's aus. Wirklich ein schöner Citaro. So, ich weiß auch nicht, wo der Zopp hier ist, ob die überhaupt einen haben. Als erstes gehen wir aber erstmal in den Bahnhof rein und schauen uns mal den Bahnhof an. Und dann suchen wir mal den Zopp oder so. So Leute, hier geht's natürlich rein, der Eingang. Aber wie ihr sehen könnt, auch hier wieder überall Fressbuden ohne Ende. Jawohl. So, wir fahren mal. Wir laufen mal hier rein. Das gewohnte Bild. Ja, Abfahrtzeiten. Aber hier können wir vielleicht auch ein paar schöne ICEs und so sehen oder ICs. Da sind jede Menge, die müssten gleich kommen. Reisezentrum ist sogar geöffnet heute. Die haben auch auf. Dann Presse für Zeitungen und so, damit man Zeitung lesen kann, wenn man mit einem Zug fährt. Ja, das gewohnte Bild, sage ich mal. Und jede Menge Leute natürlich. Auch das Weiße hier vorne, damit man direkt sicher zu den Bahnhöfen kommt. Ich laufe jetzt mal zu den Steigen. Zu den Zügen Südstadt, ach, die haben auch hier S-Bahn und sowas alles hier, sehe ich gerade da oben. Ah, Bus ist auch ausgeschildert. Wunderbar. Ein bisschen seltsam hier. Man muss erstmal richtig viel laufen, damit man überhaupt zu den Gleisen kommt, so wie es aussieht. Mit Pfeile schön gekennzeichnet, damit man sich nicht gegenüber kommt. Oh, was sehe ich denn da? Ach du Scheiße. Ich hoffe, ihr habt nicht das gesehen, was ich gesehen habe. Zu den Zügen Südstadt. Okay, Zopp habe ich gerade auch gesehen. Ey, von oben sah das gar nicht aus, dass das so riesig ist, Leute. Schaut euch mal diesen schönen Bahnhof an. Unterirdisch. Ach, mit einem Aufzug kann man auch hochfahren. Schön. Ey, das wird ja lustig heute. Das wird bestimmt schön spannend. Ach, Tram haben die auch. Straßenbahn in Richtung. Ja, da gehen wir natürlich auch gleich runter. Klar. Auf jeden Fall ist hier richtig was los. Hier muss man sich richtig gut orientieren, damit man weiß, wo was abfährt. Also so einen komplizierten Bahnhof habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ach du Scheiße. So viele Leute. Ja, das heißt, es kommt, die sind alle mit Koffer. Das heißt, es kommt gleich bestimmten ICE oder so. Ja, ich schaue mich mal hier so ein bisschen um, wenn ich was Interessantes finde. Dahin ist schon was Interessantes. Ist zwar nur eine Regio, aber mal gucken, was das für ein Zug ist. Mecklenburg-Vorpommern, ein Regio. So ein kurzer, so ein kleiner. Der eine Maren oder so, der ist, glaube ich, der Sohn von der Maren Hesse. Der fragt immer: Hast du ein Talent gesehen? Talent. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was das ist, ein Talent. Der Gleis, das ist so ein Kopfdings hier. Bis hierhin können die kommen, dann müssen die zurück. Vielleicht für Ersatzzüge oder so. Was haben wir denn hier? Nach Kassenborn-Bentwitsch Ankunft. Graal Müritz. Okay, das ist der RB.
Mal gucken, ob wir gleich noch einen aktiven, wollte ich gerade sagen. Was ist das denn? Ich habe gedacht, da kommt jetzt gleich ein schöner ICE oder so. Was ist das? Der sah mir so kurz aus. Ah, IC. Nach Leipzig. Jawohl. Habt ihr mitbekommen? Ein IC. Wird angesagt, wo der ungefähr so hält. Erste Klasse ist in der Mitte irgendwo. Ja. Ich habe jetzt gedacht, ein schöner IC. So einen außerirdischen, aber war nur so ein kleiner IC. Ja, ich bin ja noch eine Weile hier. Wir können ja auch mal die Trams und so gucken, was da unten noch so ist, was ich gesehen habe. Ja, bleibt gespannt. Ich glaube, ich hatte nicht Unrecht mit dem Kopfbahnhof. Das scheint echt so ein bisschen wie Kopf- und Durchgangsbahnhof in einem zu sein. Schaut mal, der ist auch hier so angehalten. Der Fahrer muss natürlich hier aussteigen, dann auf die andere Seite wieder, damit er wieder vorwärts hier rausfahren kann. Ja, wunderbar. Aber was für ein Zug das jetzt hier ist, keine Ahnung, Leute. Ein Bombardier, da steht's drauf. Jetzt weiß ich ja, wo ich immer hingucken muss, um zu sehen, was für ein Zug das ist. Warte, ich mach mal direkt ein Foto hiervon. So, direkt ein Foto gemacht. Mal gucken, vielleicht kann man das dann später als Thumbnail nehmen. So, jetzt habe ich's. So, dann warten wir mal noch, ob noch was anderes kommt. Ich hoffe ja doch. Auf der anderen Seite steht immer noch der IC, wie ihr sehen könnt. Aber der wird hier mit so einem komischen Triebwagen, oder was ist das hier, Leute? Kann ja unmöglich sein, dass er von hier aus, ohne was zu sehen, den so dahin fährt. Oben war ein richtiger Zug, also dieser IC. Und auf der anderen Seite, da, wenn er wohl an so einem Kopfbahnhof kommt, fährt der den dann wohl wieder da raus. Ja, sieht gewaltig aus. Ja, aber die Experten hier, ihr wisst bestimmt, was das ist. Aber da hinten kommt etwas. Hoffentlich kommt er genau hier hin oder auf die andere Seite. Scheiße, kann ich jetzt nicht rüberlaufen. Mal gucken, wenn er die gleich... Ja, mal gucken, ob... Vielleicht haben wir Glück und der kommt genau hier hin. Mal schauen, ob er da hinten die Kurve kriegt. Noch sieht es gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe schon ganz nah gemacht. Na, nee. Der fährt genau auf die andere Seite. Gut, dann müssen wir den ab hier abfangen. Gleise gibt es ja hier genug, Leute. Ja, also hier in Rostock gibt es viele Gleise. Ja. Der müsste jetzt hier irgendwo auftauchen. Mal gucken, was das für einer ist. Jetzt oder nie. Wo ist er? Ich höre den schon, aber sehen tun wir noch nicht. Na komm, mach's nicht so spannend. Will er mich verarschen? Oder wenn der IC jetzt wegfährt, dann sehen wir den auch. Bitte steigen Sie ein. Irgendeiner will losfahren. Ne, ich glaube, der hat das schon gehalten da hinten. Nur ich kann jetzt auch nicht über die Schienen rüberlaufen. Ne. Sieht schlecht aus. Schlechte Karten, wir können ihn nicht sehen. So, der fährt jetzt wenigstens weg. Der müsste ja dahinter sein. Ja, da hinten steht er. Oh, was ist das denn für ein komisches... Ey, der sieht auch ganz anders aus. Ich wusste, dass da irgendwas anderes ist. Ist zwar ganz kurz, nur zwei Waggons. Ja, ich gehe mal näher dran, sonst habe ich wieder Menschen im Bild. In der Zeit fährt der Kollege jetzt hier weg. Ah, da hinten steht auch noch einer. So sieht das Teil aus. Aber ich glaube, ich habe den gleichen auf der linken Seite hier auch noch mal gesehen. Vielleicht könnt ihr dann besser erkennen, was das für einer ist. Ich meine, den hier auf der Seite gesehen zu haben. Macht richtig Spaß, Leute. Werdet auch so zum Trainspotter. Ja, das ist der gleiche.
Hier könnt ihr den jetzt besser sehen. Ich guck mal, dass nicht so viele Menschen im Bild sind. Ja. So, ihr wisst doch jetzt bestimmt, was das für einer ist. Also ich weiß es nicht. Immer schön in die Kommentare schreiben, Leute. Damit anderen auch wissen, was das für ein Zug ist. Jawohl. So, hier oben habe ich jetzt genug gesehen. Ich gehe jetzt mal runter, entweder zu den Trams oder zu den Bussen. Ich habe mich entschieden, ich gehe mal hier zu den Trams. Ja, mal gucken, was da unten so alles ist. Das ist jetzt schon die zweite Ebene, wo ich hier runter bin. Also wirklich interessant hier, das gefällt mir. Ja. Ich höre da was, da kommt bestimmt gleich etwas. Das sieht ein bisschen komisch aus hier, aber okay. Von da werden die wohl gleich kommen. Hoffentlich sehen wir auch einen. Und von der Seite. Ja. Aber ich habe da gerade noch ein Schild entdeckt. Schaut mal. Zu den Bussen und zur S-Bahn 1 und 2. Achso, da ist nur der Hinweis für den Aufzug. Nächstes Ziel ist dann das in der links blau mit weißem Bus drauf, damit wir auch die Busse sehen können, was hier so rumfährt. So, jetzt höre ich aber irgendwo was. Entweder ist das oben oder hier unten. Mal gucken. Ne, das war wohl oben. Ich will unbedingt mal hier so ein Tram sehen. So Leute, ich glaube, ich höre etwas. Hoffentlich ist das nicht wieder oben. Ja, es werde Licht im Tunnel. Wow. Der Tram kommt ganz in Blau. Der fährt nach Südblick. Okay. So schaut das Teil aus. Und auf der anderen Seite müsste jetzt auch noch einer kommen. Ich laufe mal direkt da vorne hin. Ich wollte gerade rüberlaufen, aber der ist schon gekommen. Der wird jetzt auf der anderen Seite erscheinen. Ich wollte jetzt nicht hier rüberlaufen, da wäre ich ja lebensmüde. Ja, da ist das Teil. Oh, direkt vor der Nase. Jawohl. Oh, der sieht, der ist der gleiche. Nur der ist, glaube ich, grün. Ja, Rostocker Straßenbahn. Okay. Der müsste jetzt ja gleich weg sein. Da können wir den besser sehen. Der eine ist zu spät gekommen, der hat die Tür nicht mehr aufbekommen. Der ist auch von der anderen Seite direkt hier rüber gelaufen. So, und hier steht das andere Stück. Yep. So, jetzt haben wir genug gesehen. Wir laufen jetzt natürlich hoch auf da, wo die Busse sind. Ja, du Idiot, spring einfach nur mal drüber. Ja. So, auf geht's. Weil 13 Minuten auf den nächsten brauchen wir nicht warten, wird auch der gleiche sein. So, den verabschieden wir noch mal, winken ihm noch zu und gut ist. Haben wir jetzt noch einen Hinweis, 1 bis 7, Ausgang City und Reisezentrum und der Bus. Dann wird das wohl auf der Seite sein. So, hier haben wir jetzt noch mal Kundenzentrum von der RSAG. Auch die suchen natürlich noch Lokführer, Vollzeit oder Minijob, männlich, weiblich und diverse. Überall wird Personal benötigt, Leute. Ja, ihr habt also jetzt die Chancen, wenn ihr sowas in der Art sucht, zu werden. So, Leute, ich habe mal gerade jemanden gefragt, weil laut den Schildern müsste der Zopp hier sein. Aber die haben mir gesagt, ich soll wieder hier wieder runter. Auf die andere Seite, da gibt es wohl noch eine Südstadt und hier wird es auch wieder so angezeigt. Bisschen verwirrend, aber dann laufen wir mal dahin, auch zur Südstadt. Und da sind angeblich der Zopp und auch Flixbusse. Wenn ich von YouTube Kilometergeld kriegen würde, das wäre super. Wie viel ich schon gelaufen bin für YouTube. Ja, dann laufen wir mal wieder eine Runde. Ich nehme euch mal wieder mit. So, ich habe euch mal im Schnelldurchlauf hier mitgenommen. Das macht mir auch Spaß. Und hier muss jetzt oder soll der Zopp sein. Hier müsste jetzt Südstadt sein. Okay, dann schauen wir mal. Ah ja,
Das sieht doch schon mal ordentlich aus hier. Ja. Da vorne sind die Busse. Und hier ist tatsächlich der Zopp. Ja, jetzt wissen wir auch, wo der Zopp ist. Busbahnhof 250 Meter. Da muss da hinten auf der anderen Seite noch so ein Busbahnhof sein, wo der Flixbus abfährt. Wunderbar. Aber der Luca aus Hamburg, der hatte mich schon vorgewarnt. Der war ja wohl schon mal hier. Ich kriege hier immer so Insider-Tipps, wo was los ist und so. Und der sagte, sonntags ist da wenig mit Bussen. Und stimmt wirklich. Ist im Moment auch nur ein Bus zu sehen von der RSAG. Ja, ein schöner MAN. Aber uns interessiert ja auch da vorne Rebus. Ja, da scheint sogar der Betriebshof zu sein oder so. Rebus ist auch die Abkürzung eben halt von Regionalbus Rostock. RGAS oder so ähnlich. Rebus, auch nicht schlecht. Ja, hier ist noch irgendwie im Umbau, so wie es aussieht. Ja, da vorne steht so ein MAN abgestellt. Ich glaube, der macht da nur Pause. Ah, das ist doch der Betriebshof von denen. Schaut mal, Leute. Iveco sehe ich da hinten. Alles Mögliche. Ja, da laufen wir doch gleich mal hin, oder? Auf dem Weg dahin habe ich auch die Haltestelle vom Flixbus gesehen. Ja, nach Erfurt, nach Kühlborns Ost. Pünktlich oder Verspätung steht sogar dran. Nach Dresden, Leipzig, 13 Uhr, aber erst, okay, Sonntag. Ja, könnt ihr auch sehen, was für ein Datum wir haben, wann ich das aufgenommen habe. Das wird irgendwann nach 6 Wochen oder 7 Wochen erst erscheinen. Aber so ist das nun mal. Ich drehe gerne vor, damit ich keine Schwulitäten habe. Ja, der MAN, wie ich schon vermutet hatte, der ist abgestellt hier. Die haben auch die gleiche Drucker, was wir haben, so wie es aussieht. Ja. Und was gibt es hier? Abfahrt auch nochmal. Hier ist nochmal das Kundenzentrum. Dann ist was anderes als die RSAG. Oder täusche ich mich das, Leute? Ne? Dahin, bei den anderen stand ja RSAG und hier steht nur Rebus. Sind wohl zwei verschiedene Paar Schuhe. Oh, die DHL ist auch direkt hier in der Nähe. Okay. Ich guck mal, ob hier ein Schild steht, hier darf man nicht rein oder so. Bis jetzt noch nicht. Unberechtigt parkende Fahrzeuge. Ich bin ja kein Fahrzeug. Ach, ein Volvo. Schaut mal. Als Bagger gibt es meinen Volvo auch. Auch nicht schlecht. Ja, ich denke mal, ab hier ist Privatgrundstück. Da sehe ich, glaube ich, Berechtigung. Ja, ab hier braucht man eine Berechtigung. Dann bleiben wir mal hier stehen. Betriebsgelände. Ja, ich gehe mal vielleicht auf der anderen Seite, kann ich vielleicht noch was sehen. Da steht aber einiges rum. Iveco, Miveco. Ja, okay. Da sind auch ein paar Busfahrer. Ich muss mich ja nicht unbedingt mit denen anlegen. Jawohl. Eigene Tankstelle haben die, glaube ich, da hinten auch, sehe ich. UTA, DKV. Oder das war mal früher eine alte Tankstelle, keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich noch einen anderen Weg finde. So, ich bin jetzt mal auf die andere Seite gelaufen, aber hier ist auch alles abgesperrt. Und da läuft auch ein freilaufender Hund rum. Ist zwar klein, aber der hat bestimmt scharfe Zähne. Dann lassen wir das mal lieber sein. So, ich laufe dann mal wieder und da steht auch wieder Busfahrer und Busfahrerin gesucht. Wir suchen dich. Genau, überall das Gleiche. Ich habe ja auch schon Werbung gemacht. Wir suchen dich. Und wo ich mich umgedreht habe, ist gerade so ein Flixbus hier angekommen. Der muss bestimmt jetzt seine Pause machen. Dann wird er wohl einsetzen oder der hat da Leute rausgelassen, ja. Obwohl da keine Haltestelle ist. Ein schöner Setra. Flixbusse werden meistens so mit Setra und so gefahren. Aber ich habe auch schon gesehen, dass ein Volvo dabei war. Ah, da hinten kommt endlich mal ein blauer Bus. Wenn die Leute hier weggehen, dann kann ich rüberschwenken. Das ist immer so ätzend, wenn Leute im Bild sind. Wenn die sich dann beschweren, dann haben wir den Arschkarte. So, jetzt kann ich rüberschwenken. Jetzt haben die mich überholt. Ein schöner Citaro-Gelenkbus. Ja. Aber ich habe vorhin noch was entdeckt, wo wir gerade unten waren, wo wir die Trams gesehen haben. Ich weiß jetzt auch, wo die rauskommen.
und die fahren sehr wahrscheinlich dann in eine Stadt rein, dann werden wir das wohl auch machen und laufen gleich mal in eine Stadt, um vielleicht in der Stadt noch was zu sehen oder von der Stadt noch was zu entdecken. Hier am Zopp ist im Moment nichts los. Wir nehmen den Sound hier von dem Seetrammer mit, hört mal hin. Der 516er HD. Jawohl. Aber habt ihr gehört, wo er die Gänge einzeln automatisch runtergeschaltet hat? War ein bisschen am Klackern. Jeffrey, was könnte das sein? So, was ich euch vorhin erzählt hatte, hier kommen die dann raus, diese Tramps. In 7 Minuten kommt einer. Vielleicht erwischen wir ja einen, der gleich hier so rauskommt oder reinfährt. Da können wir den auch mal so ein bisschen von hier filmen. Auf der anderen Seite, da ist auch die Stadthalle, habe ich gerade gesehen. Und direkt, wenn die hier rauskommen, gibt es auch schon direkt die nächste Haltestelle, Stadthalle. Ja. Und davon sind noch jede Menge Weichen, wo die dann eben halt hinfahren, wo die hin müssen. Wie gesagt, wenn ich das aufgenommen habe, dann versuche ich auch in eine Stadt zu laufen oder zu fahren. Mal gucken, vielleicht haben wir da auch noch eine Möglichkeit, irgendwelche Busse oder Trams oder die Stadt zu sehen. Beim Warten auf dem Tram hier, dass er aus dem Tunnel rauskommt, sehe ich da gerade einen schönen Iveco Crossway, der zu Dummersdorf fährt. Jawohl. Super. Haben wir den auch aufgenommen. Vielleicht kam es auch rüber, dass er uns auch gegrüßt hat. Grüßen wir den natürlich zurück. Ein lieber Busfahrer. Sind ja nicht alle so, Leute. Wenn ihr gut mit den Busfahrern umgeht, dann gehen die auch mit euch gut um. Der Tram, der will einfach nicht da rauskommen. Kommt schon ein zweiter Bus. Diesmal einen schönen Citaro. Der Kollege, der fährt nach Moritzstraße. Seht ihr, der hat nicht gegrüßt. Der hat sich bestimmt gedacht, was ist das für ein Idiot? Was steht da am Tunnelausgang? Wird mal Zeit, dass er jetzt endlich kommt, dieser Tram. Hey Leute, das ist ein Witz, oder? Ich warte hier an der Seite. Guckt mal hinter mir, ich gehe mal zurück. Da kommt der. Oder, das ist wie vorhin, wie ich unten war, da kam der eine gerade ja hoch und der andere runter. Das kann natürlich auch sein, dass wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja? Mal schauen, der kommt jetzt hier an. Ich mach mal so, damit ihr den besser aufnehmen könnt. Und der andere müsste jetzt auch gleich hier von unten dann kommen. Da bin ich mal gespannt. Mein Akku gibt auch gleich den Geist auf, habe ich gerade gesehen. Mal schauen. Der müsste jetzt gleich hier runterfahren. Jawohl, ich kann die Kamera direkt umschwenken, wenn er hier an uns vorbei ist. Jawohl, was für Aufnahmen, Leute. Sowas habt ihr nur bei Mehmet Oe, der sich die Zeit dafür nimmt. Und so war das ja vorhin auch. Und der andere kam von unten dann hier hochgefahren. Mal gucken, vielleicht sehen wir das ja tatsächlich. So, ich glaube, ich höre ihn schon. Jawohl. Jawohl, der klingelt sogar noch. Jetzt machen wir das Gleiche, wie wir vorhin gemacht haben. Das sind doch Aufnahmen, Leute, oder? So, jetzt ab in die Stadt. So, Leute, ich habe noch einen Kollegen hier gefunden, der mir das erlaubt hat, hier seinen Bus so ein bisschen von außen zu zeigen. Dabei hat er mir auch verraten, dass der die Verkaufsticketautomaten auch drin hat. Ist natürlich für den Fahrer auch angenehmer. Und der kann dann beruhigt seine Fahrt immer fortsetzen und die Leute können hier einsteigen und die Fahrkarten kaufen.
Ja. Und das ist auch einer mit 4 Türen. Ja, wunderbar. Und natürlich auch mit Entwerter. So, der Kollege, der war richtig nett. Ich darf sogar in den Bus und euch auch den Automaten zeigen, weil von außen habe ich den gar nicht gesehen. Ich gehe mal jetzt einfach in seinen Bus rein. Er steht da vorne, ich darf das. So, ey, das ist doch mal ein geiler Bus, Leute, oder? Schaut mal. Mit Optik. Ah, hier ist das Teil. Schaut mal. Fahrkartentickets RSAG, zu Hause unterwegs. Und hier kann man dann die Karten direkt kaufen. Wirklich ein sehr, sehr schöner Bus. 1, 2, 3, 4, 5. Wie im Zug, Leute. Schaut mal. So eine Konstellation habe ich auch noch nicht gesehen. So, wie man die eben halt bestellt. Ja, wirklich toll. Mit den blauen Sitzen. Aber überall diese Entwerter, ne? Wir wären froh, wenn wir solche Entwerter hatten. Und hier sieht aus wie so ein kleiner Gefängnis. Schaut mal, da sitzen nur 3 Stück. Die müssen die Treppe hoch, dann da hoch. Und ja, aber ein schöner Bus. Mit schönen für beide Seiten TFT-Monitoren, die so rum sitzen. Und auf der anderen Seite, ne, hat er nicht. Bei VKU haben wir sogar für welche, die rückwärts fahren, sowas auch. Ja, Dankeschön an den Kollegen. So, ich habe gerade noch mal von dem Kollegen erfahren, weil ich ja so viele Entwerter da drin gesehen habe. Wenn die die in den Bus kaufen, sind die schon entwertet. Aber wenn man die in einer anderen Verkaufsstelle, diese Vierer-Tickets und so kauft, die müssen natürlich entwertet werden. So, jetzt bin ich auch mal so ein bisschen in der City, um euch was zu zeigen. Aber wie gesagt, busmäßig ist nicht allzu viel los. Aber dafür fahren eben halt die Trams hier, die Leute von A nach B. Wirklich auch eine sehr schöne Stadt hier in Rostock. So Leute, das Video ist wieder mal zu Ende. Mit diesen Bildern hier aus Rostock verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall immer Spaß, diese Aufnahmen für euch zu machen. Ich erlebe dann ja auch selber etwas, wird nie langweilig. Ich hoffe, für euch wird es auch nie langweilig und ihr bleibt mir treu, ja, bis ich eines Tages aufhöre. Aber das dauert noch. Ich habe noch so viele Projekte hier drin. So, in diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Uy. Ciao, Leute.